Zombie Apocalypse. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen, liebe Leute, zurück bei Emergency 4 und der Berliner Feuerwehrmod. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Channel. Ich wurde gerade unterbrochen, Einsatzperson droht zu springen. Oh Gott, dann zeig mal her, wo die Person gerade Suizid begehen möchte. Die Person befindet sich, also die Steuerung muss ich erstmal auch einmal wieder lernen. Ich glaube, hier möchte die Person Suizid begehen in diesem Gebäude. Ich sehe aktuell jetzt gerade gar nichts. Das ist natürlich jetzt gar nicht so gut. Baum auf Straße. Okay, jetzt geht es ja wirklich ab hier. Was ist denn das Blaue eigentlich hier? Ach, das ist Polizei. Ach, guck mal hier. Wir haben ja hier das Brandenburger Tor. Hui, das ist ja schön. Ist ja originalgetreu. Das ist ja wunderbar, cool. Das wusste ich natürlich auch noch nicht. Aber wie dem auch sei, ich habe hier gerade eine Person, die möchte springen. Ich sehe die aber gerade nicht. Da würde ich sagen, gehen wir mal auf den nächsten Einsatz. Der befindet sich jetzt, also ich muss erstmal wirklich reinkommen. Ich glaube, der befindet sich hier oben. Oder doch nicht? Täusche ich mich gerade? Ich glaube aber, hier sollte der Baum auf der Straße liegen. Genau, da ist der Baum und Bestimmungsort auswählen. Ich weiß nicht, was schickt mir da für ein Fahrzeug? Ich würde sagen, ein RW, also ein Rüstwagen, Feuerwehr. RTW, nee, LHF. Ich brauche einen RW, ich brauche einen Rüstwagen. Mensch, Leute, LHF, nee. TLF, RTW, LAF, DLK, LAF, Lösch, Hilfeleistungsfahrzeug. Ich glaube, das sollte aber natürlich auch funktionieren. Tiergarten, Mitte. Wo sind wir denn? In welchem Bezirk? Das weiß ich gerade nicht. Nicht, dass wir jetzt irgendwie länger brauchen, als wir eigentlich gar nicht bräuchten. Ich würde sagen, wir nehmen Prenzlauer Berg und rufen ein LHF zur Unterstützung. Sollte natürlich durchaus möglich sein. LAF rückt aus. Ich gucke mir gleich mal diesen ersten Einsatz an, den wir gerade bekommen haben. Das ist natürlich so, in Emergency 4 hat man hier noch früher gelbe Zeichen, sage ich das mal, nenne ich das mal, auf der Karte gehabt. Guck mal hier. Da ist eine Person, die ist gerade, oh Gott, aus dem Gebäude gefallen. Oh, scheiße. Entschuldigung für dieses Wort, das tut mir natürlich sehr leid, dass es wirklich gerade so weit kommen musste. Ein RTW schicke ich natürlich sofort dorthin zum Bestimmungsort. RTW ist unterwegs. Halten Sie bitte durch. Die Hilfe ist unterwegs. Auslösung Brandmeldeanlage. Oh Gott, jetzt geht's ja wirklich ab. Jetzt hauen sie wirklich auf die Kacke. Und das ist sogar hier in das gleiche Gebäude. Ist doch nicht euer Ernst, oder? So, rücken die Fahrzeuge jetzt aus, oder? Im Einsatz. Ich sehe jetzt hier kein Fahrzeug. Das irritiert mich gerade so ein bisschen. Doch. Doch, da rollt die Feuerwehr. Anscheinend muss das Fahrzeug einmal genau darüber fahren. Aber das ist das Falsche. Da wollte ich eigentlich gar nicht hinfahren. Ich wollte doch hier zu diesem umgefallenen Baum fahren. Ich glaube, das Fahrzeug fährt da jetzt auch gerade hin. Ich warte natürlich jetzt noch auf den Rettungswagen. Der ist gerade hier eingeblendet. Ist der denn überhaupt schon losgefahren? Also es kommt hier gerade wirklich alles auf einmal. Also ich bin ja gar nicht so richtig reinkommen in dieses Spiel. Ja, und da kriegt man natürlich auch schon sehr viele Einsätze. Oh Gott, jetzt brennt es hier auch noch. So, sofort TLF zur Unterstützung holen. Ich weiß immer noch nicht, in welchem Bezirk ich mich hier gerade aufhalte. Trotzdem rufe ich erstmal ein TLF. Haben wir noch etwas größere Fahrzeuge für eine starke Brandbekämpfung? Was heißt eine starke, eine große Brandbekämpfung? Zum Beispiel ein Löschflugzeug. Haben wir irgendwie einen Löschpanzer oder so? Ein LUF haben wir leider nicht. Okay, wir haben bloß die ganz normalen Standardfahrzeuge. Das wird jetzt auch auf der Map nicht so eingezeichnet, in welchem Bezirk man sich gerade befindet. Also ich bin jetzt nicht so krass, dass ich sagen kann, dass ich jetzt in diesem Bezirk mich gerade aufhalte in Berlin. Also so bin ich natürlich nicht. Ich kenne mich gar nicht so richtig aus in Berlin, muss ich dazu sagen. So, TLF ist vor Ort. Natürlich weiter löschen.
wurde sofort die verletzte Person erst einmal von dieser Lage weg. Kann ich den irgendwie transportieren? Nee, kann ich nicht. Ich kann die Person jetzt leider bloß ablegen. Ja. Das bringt mir natürlich jetzt auch nichts. Reiten Sie durch. Der RTW ist unterwegs. Da wird sofort zur Brandbekämpfung Vorgang. Oh Gott, wie viele Leute sind da drin? So, Kettensäge. Bitte vornehmen. Der RTW, ja, er fährt vorbei. Wunderbar. Baumarbeiten werden jetzt erstmal begonnen mit den LHF von der Berufsfeuerwehr Berlin. So, schalten wir noch einmal zurück. Das brennt da. Ich weiß nicht, ob die das sieht, aber das sieht nicht so schön aus. Schon unterwegs. Bitte halten Sie durch. Also der RTW müsste jetzt eigentlich auch schon gleich da sein. Also das kann sich jetzt bloß noch um Minuten handeln. Ich glaube, der Baum ist beseitigt. Das ist wunderbar. Dann würde ich einmal sagen, ihr steigt erstmal alle wieder in das Fahrzeug ein und Fahrzeug zurück zur Basis schicken. So, bevor ich da jetzt das Fahrzeug zurückschicke, ist das Fahrzeug natürlich verfügbar und geht somit auf Status 1. Sind einsatzbereit über Funk. Hier sieht man eine ganz klare Rauchentwicklung. So, bitte einmal aussteigen und diese verletzte Person helfen. Was hat er jetzt vor? Hallo? Ich brauche einen Notfallrucksack, so schnell wie möglich. Okay. Notarzt erforderlich. Oh Gott, nein! Das gibt's doch gar nicht. Wirklich. Jetzt brauche ich auch noch einen NEF. Ich guck kurz. Nehmen wir einfach mal jetzt hier diesen NEF. Alarm. NEF ist unterwegs. Wieso kann ich den jetzt nicht behandeln? Anscheinend ist der so ungünstig gestürzt, damit das jetzt leider nicht mehr möglich ist. Ich müsste jetzt mal unbedingt in dieses Gebäude. Atemschutzgerät einmal aufsetzen. Die AGTs. Also das heißt natürlich Atemgeräte. Träger. Was macht der jetzt? Was gibt's? Hat der das jetzt ausgerüstet? Ja. Okay. Dann geht's erstmal rein mit einem Feuerlöscher. Was macht das Fahrzeug hier? Hallo? Soll eigentlich Bus zurück zur Wache? Ich würde sagen, wir gehen das erstmal rein mit einem Feuerlöscher. AGT ist natürlich ausgerüstet. Der AGT ist ausgerüstet. Er läuft jetzt in das Gebäude hinein. So, der NEF. Ich weiß nicht, wo der sich gerade befindet, aber ich glaube, der müsste jetzt gleich hier auftauchen. Tja, jetzt beginnt es hier wieder langsam nach und nach zu brennen. Auf dem Weg. Schon unterwegs. So, gehen wir einfach mal vor in den Innenangriff, Mensch, mit einem Feuerlöscher. Schon unterwegs. Oh Gott, da liegt sogar eine verletzte Person. Höre, bin unterwegs. Okay, das müssen wir natürlich auch noch schnell klären. Ist in Arbeit. Es könnte natürlich auch möglich sein, dass wir jetzt noch einen NEF brauchen. Was haben wir hier? Oh Gott, ja, bleibt doch ganz entspannt vorm Fahrzeug stehen. Also ich weiß nicht, ob da was passieren könnte oder nicht. Bestimmungsort wählen. Wir schicken dort. Ja, komm, wir machen mal einen LHF. Schicken wir einfach mal dorthin. Kannst du bitte dich vom Fahrzeug entfernen? Das wäre natürlich sehr zugunsten dieser Person. Höre, auf dem Weg. Das könnte natürlich noch viel schlimmer ausgehen. So, ich höre das nächste Einsatzfahrzeug. Das fährt jetzt zu diesem PKW-Brand. Also Berlin ist wirklich eine Stadt, eine Großstadt, in der wirklich sehr viel passiert, muss man gerade dazu sagen. Das ist wirklich alles gerade sehr gigantisch. Kann ich jetzt die Flaschen gar nicht mehr ablegen? Die Atemluftflaschen möchte ich gerne auf den Boden legen. Es geht nicht. Was kommt denn jetzt hier? Ach, das ist der Notarzt. Okay. Schönes Fahrzeug übrigens. Cool. Auf dem Weg.
dann bitte sofort diese Person behandeln. Wir brauchen auch natürlich noch ganz schnell hier einen RTW. Rettungswagen ist sofort am Einsatzort. So, der kann leider nicht mehr einsteigen. Ich kann das Atemschutzgerät nicht mehr ablegen. Ach so, doch, jetzt. Ich hätte natürlich bloß auf Ablehnen klicken müssen. Jetzt geht es natürlich. Er hat es aber immer noch aufgesetzt, aber trotzdem ist es abgelegt. Also, das muss man natürlich so sehen. Was gibt's? Ich glaube, ihr könnt die Person jetzt auf die Trage legen. Ah, das ist wirklich gigantisch. Hier geht eine BMA los. Es fängt an zu brennen. Person begeht Suizid. Ah, das ist wirklich enorm, was hier gerade abgeht. Hier eine Person verstirbt fast. Ich betone fast. Wird umgehend durchgeführt. Also das funktionierte gerade wirklich tadellos. Das ist wunderbar. Ich glaube, die Person hat es leider nicht mehr geschafft. Ja. Tja, ich glaube, da können wir nichts mehr machen. Wir können hier erstmal wieder abrücken. Ich glaube, es gibt jetzt keine Leute, die diese Person jetzt abholen. Somit könnten wir uns natürlich auch diesen RTW sparen. Die Person ist leider verstorben. Das ist natürlich jetzt nicht so schön. Und das hier in einer Großstadt vor einem fließenden Verkehr ist uns leider diese Person verstorben. Ja. Das ist natürlich wieder so eine Sache für sich. Auf den Weg. Muss man natürlich auch erstmal verkraften, dieses Ganze. Was gibt's? Patient auf Trage. Auf dem Weg. Behandeln. So, ich möchte die Person schon jetzt eigentlich in den RTW bekommen. Aber anscheinend geht das nicht, so wie ich mir das gerade vorstelle. Anscheinend muss ich da einen anderen RTW zur Unterstützung holen. Ach nee, okay, jetzt haben wir es hinbekommen. Okay, dann haben wir doch noch unsere Arbeit gut geschafft. So, Rettungswagen fährt zurück auf die Basis, also in das HQ. Fahrzeug zurückschicken. So, ich glaube, jetzt haben wir alle Einsatzkräfte zurück in den Fahrzeugen. Tja, der NAF möchte gerade nicht. Also ich klicke gerade drauf wie so ein Bekloppter, aber es funktioniert gerade gar nichts. Anscheinend hat diese kleine Mod auch nur ein paar Fehler. Das kann man natürlich auch vollkommen nachvollziehen. Jedes Spiel läuft natürlich nicht einwandfrei, also das kann man natürlich mal sagen. Das kann natürlich auch passieren, also ich nehme mir das jetzt wirklich jetzt nicht so schlimm. Hier ist natürlich auch der Reichstag. Liebe Leute, mit diesem Bild beende ich jetzt diese zweite Folge von Emergency 4 mit der Berliner Feuerwehrmod. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich riesengroß über einen fetten Daumen freuen. Kommentiert dieses Let's Play mit euren Wünschen, mit Bewertungen oder sonstiges. Und nehmt bitte diese Spielstrategie von mir persönlich jetzt nicht so 100% ernst. Also das war jetzt hier kein 100%iges Vorgehen wie in Real Life, wie man das kennen sollte. Ich habe natürlich auch ab und zu ein paar Begriffe falsch gesagt. Also ich muss erstmal hier wirklich reinkommen, wie gesagt. Also das wird dann nach und nach wirklich entspannter werden. Also liebe Leute, das seht ihr natürlich in den nächsten Videos, die natürlich auch von euch gewünscht wurden. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in einem neuen Let's Play wieder. Ich wünsche euch jetzt einen angenehmen, oder einen schönen Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.